Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Unboxing der Loot Chest. Ist wieder mal angekommen. Vorbereitungsfehler. So. Ich will ja dann nicht das Vergnügen haben und die Schanze 2. So. Die Loot Chest ist wieder mal angekommen und wie immer möchte ich sie gerne mit euch zusammen auspacken. Womit kriege ich ihn jetzt auf? Oh, hier habe ich einen Kuli. Damit müsste es gehen. Moment. So. Auf ist der Karton. Schauen wir mal rein. Wow, das ist geil. Okay, fangen wir mal an. Moment, ich komme mal hier rüber. So, wie immer, erstmal das oberste, das T-Shirt. Erst gucke ich, dann dürft ihr. Wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Okay, das zeige ich euch nicht. Sorry. Und das nächste? Nein, Spaß. The Legend of Zelda. Nice. Ein Zelda-T-Shirt. Wird natürlich auch direkt mal anprobiert. Gibt mir eine Chance. Geil. Ein Zelda-T-Shirt. Yay. Wow, Hammer. Hammer. Mit dem Master Schwert im Block. Link. Alles da. Geil. Und allgemein, das hier bildet auch Link ab. Sehr geiles T-Shirt. Sehr geil. Gefällt mir sehr gut. Qualität auch wie immer. Bombe. Gibt es nichts zu meckern. So, aber dann schnacken wir nicht lange. Gehen wir mal ab zum nächsten. Marvel Spider-Man. Mystery Minis. Plüschis. Mit der neuen Cam müsste es alles besser klappen. Ja, man erkennt was. Yes! So, jetzt muss ich natürlich. Da es hier anscheinend eine ganze Sammlung von gibt, muss ich mal gucken, welchen wir erwischt haben. Normalerweise packe ich solche Dinger nicht gerne aus. Aber für euch mache ich da wie immer eine Ausnahme. So. Geht gar nicht gut. Geht überhaupt nicht gut. Jetzt ist es auf. Gewalt ist keine Lösung, Mieber. Oh, nochmal extra verpackt. Ja, geil. Geil. Spider-Man! Yay! Mini Spidey! Wow! Sehr cool! Ein Mini Plüschi Spider-Man! So! Dann schauen wir mal weiter, was wir sonst noch drin haben. Oh! Ein lebendiger Hund! Oh mein Gott! Ich werde dich Lilly nennen! Hallo Lilly! Hallo, ich werde dich Lilly nennen. Lilly werde ich dich nennen. Jo, Lilly werde ich dich nennen. Ja, so. Okay, nein, Spaß beiseite. Was haben wir als nächstes drin? Ein paar Socken. Game of Thrones. House Stark of Winterfell.
Game of Thrones. Cool. Socken kann man eh nie genug haben. Haben sie wenigstens meine Größe. Made in China. Okay. Gut, das werden wir sehen, ob sie meine Größe haben. Das werden wir dann ausprobieren. Dann kommen wir aber mal direkt zum nächsten. Magic Gum mit Pop Rocks. Knisternde Zuckerware mit Kaugummi. Tutti Frutti Geschmack. Wie immer, was Süßes mit dabei? Also richtige Nerd-Nahrung für mich. Ich krieg den ganzen Tag nichts anderes. Ich muss den ganzen Tag so ein Zeug essen. Den ganzen Tag muss ich so ein Zeug essen. Hilft ja nichts. Ich hab Hunger. Wird jetzt probiert. So, lass mal kicken. So sieht's aus. Wenn ich das kleinbrösel, kann ich es durch die Nase ziehen. Nee, Spaß. So. Ich weiß nicht, ob ihr es hört. Ja, gut. Okay, geil, es wird wirklich Kaugummi. Ja. Erst so Kristalle und dann knacken die und dann wird es Kaugummi. Sehr cool. Ich werde mich jetzt davon ernähren. So, dann schauen wir mal weiter. Boah, es knistert immer noch. Was haben wir denn sonst hier drin? Marvel Neustart. Die echten Helden sind zurück. 3 gratis Previews. Perfekt für Neueinsteiger. Spider-Man, Avengers und Deadpool. Okay. Jetzt schon wieder ein Comic-Heft drin. Das war bei der letzten auch schon. Wieder eine Gratis-Version, aber das ist ja egal. Mit 3 Comics. Spider-Man. Moment. Avengers. Einmal Captain America und Thor. Und die gute alte Deadpool. Nice, nice. Schön. Da freut sich mein Jung wieder. Der liest gerne Comics. Das werde ich für den rüberlegen. Sehr schön. Und ja, ich weiß nicht, ob ich es euch erzählt habe. Ich wollte ja eine neue Lehre anfangen. Ich bin ja Elektriker. Aber ich wollte jetzt Zauberer werden. Und oh, mein Zauberstab bekam ich geschickt. Ein Harry Potter Zauberstab. Yay! Dann machen wir den mal auf. Muss ich mal ausprobieren. Immer 10-fach gesichert. Immer noch da ein Tesafilm, da ein Tesafilm, da eine Folie drüber. Sau cool. Also ich muss echt sagen, irgendwie werden sie von Mal zu Mal besser. Nur irgendwann kann man es doch nicht mehr toppen. Ist einfach. Das hier ist auch noch ein Kuli. Es ist ein Kuli, ein Kugelschreiber. Es ist ein Kugelschreiber. Lilly? Ich liebe die Wumme. Ein Hund?
Ich habe mir einen Hund hergezaubert. Oh, ich habe mir einen Hund hergezaubert. Und jetzt weg mit der Bestie. Ah, 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 weg mit der Bestie. Und oh, weg ist er. Oh, Gott sei Dank. Geil, geil. Die ersten Zaubertricks funktionieren. Und jetzt wird aus dem kleinen Hund ein großer Hund. Ein großer Hund. Ja. Sehr schön. So. Nein, sau cool. Sau cool. Kann man sich nicht beschweren. Und nicht wundern, das Gekicher an der Seite. Das ist meine Kleine. Die guckt nämlich zu, weil die auch immer voll gehypt ist, wenn ich diese Box, Zufallsboxen hier auspacke, die Lootboxen und sowas. Das gefällt dir natürlich auch dann übelst. Sehr schön. So. Okay. Sonst ist nichts mehr drin. Wie immer werde ich euch aber zeigen, was in der Loot Chest Plus noch gewesen wäre. Da ist nämlich immer noch ein Ding mehr drin. So, aber erstmal von vorn. So, Zelda T-Shirt. Den Harry Potter Zauberstab. Die Spider-Man Plüschfigur. Die Socken. Marvel Comic, die Süßigkeit und in der Loot Chest Plus wäre eine Resident Evil 2 Sammlermünze drin gewesen. So, die habe ich leider nicht, weil da hatte ich bei meinem Abo irgendwas falsch geklickt gehabt. Ich wollte eigentlich die Loot Chest Plus, aber habe anscheinend nur die normale Loot Chest geklickt. Aber ich zeige ja jedes Mal im Heftchen auf jeden Fall, was in der Plus drin gewesen wäre. Und das werde ich auf jeden Fall, wenn ich das Abo verlängern werde, ändern. Und ich gehe mal stark davon aus, dass ich es verlängern werde, weil saugeil. Es ist immer cooles Zeug drin. So, dann jetzt noch einmal das Zelda T-Shirt. Hammer, mein absoluter Favorit in dieser Loot Chest. So, dann hatten wir diese Spider-Man Plüschfigur. Die Süßigkeit? Ja. Es ist zum Kaugummi geworden. Game of Thrones Socken. Das Comic. Oder die drei Comics. Und der Zauberstab. Ja. Wie jetzt schon mehrfach erwähnt, ich bin vollstens zufrieden mit der Kiste, wenn ihr selber eine Loot Chest bestellen wollt. Ich werde es unten in der Beschreibung verlinken. Also es lohnt sich. Also das, was ihr bezahlt habt, ihr an Wert auf jeden Fall definitiv immer raus. Und wer auf so ein Zeug steht, auf so Spielereien, ich kann es echt nur empfehlen. Also die Loot Chest ist wirklich geil. Und ich werde nicht von denen bezahlt, für Werbung zu machen oder irgendwas. Gar nichts. Ich habe keinen Vertrag, nichts. Das ist einfach meine Meinung. Guckt euch meinen Hintergrund an. So, da ist immer der geilste Shit drin. So, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Ein Abo, falls noch nicht getan. Und Kommentare sind auch immer wieder gerne gesehen von mir. Und ich hoffe natürlich, dass wir uns im nächsten Video, also im nächsten Unboxing oder in eins meiner Let's Plays, wiedersehen. Bis dann, meine Freunde. Ciao, ciao.